Es geht um Muster. Zunächst einmal aus ganz einfachen Grundelementen. Also ich nehme mal hier diesen Strich. Ist nur eine Kontur, 5 Punkt stark, senkrecht und so eine kurze Linie. Ein bisschen länger machen könnte ich sie noch. So. Und ich zoome mich ein bisschen hin. Und sie ist angewählt und unter Objekt kann ich in den Mustergenerator sozusagen wechseln mit der Linie. Sie ist angewählt, deshalb wird die sozusagen mitgenommen. Es wird schon mal ein Entwurf des Musters in die Farbfelder gelegt. Und ich sehe jetzt, dass meine Musterkachel, die ist natürlich jetzt komplett an dem Bildmaterial dran. Wenn ich die mal ein bisschen verändere, hier mit diesem Musterelement Werkzeug, kann ich also diese Kachel sozusagen oder den sogenannten Rapport verändern und kann ihn also direkt an das Bildmaterial anpassen. Und man sieht hier Kopien des Ganzen, also die nur als Schein sozusagen simuliert werden. Der eigentliche Strich, den ich hier angewählt hatte, das ist mein eigentliches Element. Alles andere sind nur Kopien. Wenn ich die Kopien hier ausblende, dann sieht man es. So sieht es eigentlich aus. Aber durch die Kopien sehe ich ja eigentlich erst, wie das in der Musterkachelung wirkt. Und deshalb sind die Kopien natürlich wichtig. Genau. Und man sollte nicht so viel an den Elementen selbst arbeiten, sondern lieber mehr an dieser Musterelementkachel sozusagen. Ich kann die gleich mal an Bildmaterial anpassen. Wenn ich hier draufklicke, wird sie erstmal so genau an das Bildmaterial angedockt. Die Kette wieder rausnehmen. Jetzt kann ich die Breite langsam hochfahren und dann nehmen die Streifen immer mehr Abstand voneinander und ich kann meine erste Variante schon speichern. Und dafür gibt es hier oben diese drei Button, also Kopie speichern. Da speichere ich eben das jetzt als Kopie ab. Bei Fertig speichere ich es ab und gehe aus dem Bedienfeld raus und bei Abbrechen speichere ich es halt nicht. Genau, Kopie speichern sage ich und nenne das Streifen 1. Und so kann man also wirklich relativ schnell viele Variationen von seinen Streifen erzeugen. Natürlich kann ich die Kontur selber auch verändern. Meinetwegen ganz schmal machen, dann die Breite weiter reduzieren. Dann hätte ich jetzt ein sehr zartes Streifenmuster. Kopie speichern. Streifen 2. Und das Ganze kann man natürlich noch mit Farben machen, aber ich habe es jetzt erstmal nur mit Schwarz gemacht, weil es vielleicht erstmal so simpler ist. Ja, dann kann ich noch. Halt. Dann könnte ich noch Effekte auch drauflegen. Das habe ich jetzt. Also, das heißt, wenn ich diesen Streifen anwähle, er ist angewählt, dann könnte ich dem zum Beispiel auch einen Effekt geben. Zum Beispiel einen Zickzack-Effekt. Dann kriege ich das so. Ich muss natürlich gucken, dass ich die Größe verändere, dass ich die Wellen pro Segment auf einen ungeraden Wert setze, kann das mit Übergang versehen, die Größe verändern. Größe verändern, halt, komm her. Und ich glaube, es müssten dann immer 11 sein, also immer eine ungerade Zahl. Genau, also es muss eine ungerade Zahl sein, dass es dann am Ende und Anfang passt. Die Größe kann ich langsam runterfahren, also so zum Beispiel. Ich sage mal okay. Jetzt kann ich diese Musterelementkachel ein bisschen in der Breite erhöhen. Dann rutschen die weiter auseinander. Kopie speichern. Das sind ja jetzt nicht nur Streifen, sondern eher schon Wellen. Aber kann man jedenfalls sehr schöne Muster machen. Okay. Da sind sie, ne? Ja, ich habe das jetzt, diesen Effekt, den finde ich im Aussehen Bedienfeld wieder. Zickzack, den kann ich auch noch mal abändern. Ich sage, jetzt nehme ich als Übergang die Ecke und genau Größe 1 mm. Okay, hier passt es nicht ganz am Anfang und am Ende. Ich kann die Musterhöhe verringern von meiner Musterkachel und zwar so, dass es dann wieder genau passt. Muss ich mal gucken, 33 ist 32 ist zu wenig. 34, 33. Kann also auch mit Komma-Werten mich da rantasten.
dass ich 33,1, 33,2, bis es dann eben wirklich genau passt. Wichtig ist immer, dass die Übergänge halt gut passen, ne? Dann Kopie speichern. Das wäre jetzt eher so zickzack. Aber es sind eben alles Variationen von Streifen im Grunde genommen, wenn man so will. Und ja, so gehe ich also weiter durch. Ich könnte auch gestrichelte Kontur natürlich machen. Eine gestrichelte Linie. Auch ganz witzig. Kopie speichern. Das wäre gestricheltes Zickzack. Also man kann natürlich hier wirklich die wildesten Variationen erzeugen. Ach so, Zickzack 2. Okay. Okay. So. Ja, also insofern. Es gibt dann die Warnmeldung, wenn ich also mit Effekten arbeite, dann werden die umgewandelt in die Muster. Also ich kann nicht danach nochmal rein und den Effekt wieder anwählen. Das sind dann tatsächlich in Pfade umgewandelt, diese Effekte, ja. Aber ist ja nicht so schlimm, ist ja trotzdem mein Muster. Genau, ich gehe mal kurz raus, gehe mal auf Abbrechen. Das wären erstmal so die verschiedenen Streifenvarianten. Da gibt es natürlich noch viel mehr, aber gut. So, dann der Kreis ist mit Weiß gefüllt und hat schwarze Kontur. Der muss mit einer Farbe gefüllt sein, sonst funktioniert das mit diesen Japan-Mustern nicht so gut. Ich wähle ihn an, sage Objekt Muster erstellen und wechsle in den Mustergenerator und schiebe jetzt, also die Musterelementgröße kann ich anpassen. Und schiebe das jetzt, nehme die Kette rein und schiebe das jetzt ganz, meine Kreise sozusagen Stück für Stück hier übereinander, indem ich diese Musterelementkachel sozusagen immer weiter an den Kreis ranschiebe. Ne, und kann jetzt die Kopie speichern. Das wäre mein Japan-Muster 1. Diese Art von Muster nennt sich ja Japan-Muster. Bisschen so Fischschuppenmäßig. Kann die Breite noch weiter runterschieben. Dann hätte ich zum Beispiel sowas. So zum Beispiel Japan 2. Japan 2. So Japan 2. So. Und jetzt machen auch diese Überlappungssymbole hier Sinn. Denn wenn ich hier klicke, kriege ich die Überlappung in der Richtung oder in der Richtung. Oder in der Richtung. Ich könnte das Muster natürlich auch drehen, ja, nachträglich, aber so bin ich natürlich schneller und habe eine andere Variation. Der Kreis ist ja noch angewählt, oder? Nee, war er nicht. Und ich kann im Aussehen-Bedienfeld auch die Kontur zum Beispiel nehmen, mit einem Effekt versehen, transformieren und eine Kopie reinsetzen und zum Beispiel das Ganze skalieren. Wenn ich jetzt hier runter skaliere auf, sagen wir mal, 80% und hier auch mit gedrückter Shift geht es schneller. Dann habe ich zum Beispiel sowas. Ich kann auch zwei Kopien machen. Dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ich jetzt meine Musterelementkachel wieder ein bisschen weiter auseinander schiebe, habe ich zum Beispiel sowas. Auch sehr schön. Und jedes Mal sage ich Kopie speichern. Das wäre dann Japan 3. Okay. So, das sind erstmal nur so grundsätzliche Sachen, ne? Man kann natürlich dann immer noch ganz viel da auch machen, aber das ist erstmal nur das Wichtigste. So, kommen wir mal zum Polygon. Auch ganz interessant. Ich wähle es an und sage Objekt, Muster, erstellen. Hierbei ist es natürlich jetzt mit dem Mustertyp Raster nicht geht auch, aber besser ist natürlich jetzt hier zu sagen sechsseitig vertikal und dann habe ich ein Wabenmuster im Grunde genommen. Das kann ich eigentlich so wie es jetzt ist schon, also Musterelementgröße an Bildmaterial anpassen. Das ist in der Regel schon passiert, aber ich kann natürlich noch mal sicherstellen, dass das dann auch wirklich genauso groß ist. Kann wieder meine Kopie speichern und habe Wabe 1. Okay, wenn ich die Elemente jetzt ein bisschen auseinanderschiebe, kann ich also sowas machen. Ja? Kopie speichern, Wabe 2. Genau.
Bei der Wabe habe ich, ach, da ist ja auch eine Flächenfüllung, also wenn ich das verkleinere, dann würde ich dann auch sowas hier bekommen. Wobei hier macht es jetzt nicht ganz so viel Sinn, das ist so ein bisschen unregelmäßig. Also bei den Fischschuppen war es schon ein bisschen interessanter vielleicht in dem Fall. Aber man könnte natürlich auch diese Wabe nehmen und eine zweite mit gedrückter Alt-Taste hier drüber legen. Und das kann natürlich manchmal etwas verwirren, weil man dann eben plötzlich alle Elemente hier mehrfach sieht, ne? Das ist natürlich dann immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich schiebe eben alles mit, ne? Also ich muss mich dann sehr konzentrieren, dass ich auch wirklich genau an der Stelle bin. Wenn ich jetzt das noch ein bisschen dichter zusammenschiebe, habe ich zum Beispiel sowas. Jetzt eine Variation meiner Wabe. Sieht ein bisschen würfelig aus, ist aber nicht so ganz würfelig. Aber naja, gut, ich sag mal Kopie speichern. Und Wabe 3. So, schauen wir uns die Muster mal noch an. Ich gehe mal auf Abbrechen, mache mir mal ein paar Flächen. Also mit dem Rechteckwerkzeug. Ich ziehe mal ein sehr großes Rechteck auf und sage dann Objekt, Pfad in Raster teilen. So, hätte gern drei Zeilen. Bisschen Abstand dazwischen. Okay, dann habe ich hier meine drei Kästen. So, und der erste bekommt mal das erste Muster, das wären diese Streifen. Muss natürlich aufpassen, dass ich das Muster nicht auf die Kontur lege, sondern natürlich auf die Fläche. Also das war der erste, das war der zweite, das war dritte. Habe ich die drei Streifen, ne? Ich mache mal die Kontur jetzt auf ohne. So, genau, ein bisschen zusammenschieben. Ah ja, wenn ich die jetzt transformiere und ich will das Muster aber nicht mit transformieren, dann muss ich natürlich im Transformieren-Bedienfeld sagen, dass nur Objekt transformiert wird und nicht beides. Nur Objekt transformieren ist jetzt an, hoffe ich. Und dann kann ich auch jetzt nur das Objekt transformieren. Das Muster bleibt halt, wie es war. So, machen wir mal eine Kopie davon. Mit gedrückter Alt-Taste. Und jetzt nehme ich den ersten Kasten, dann kommt mein Japan-Muster 1, zweite Kasten Japan-Muster 2, dritte Kasten Japan-Muster 3. So, dann noch eine Kopie von dem Ganzen mit gedrückter Alt-Taste. Ist ja interessant, wenn man das schiebt, dann setzt sich das Muster fort in der Kopie. Sehr lustig. So, erste. Wabenmuster 1, Wabenmuster 2, Wabenmuster 3. Ja, und so kann man recht effektiv also wirklich die verschiedensten Muster erstellen.